Hi Leute und willkommen zum neuen Video. Heute teste ich meiner Meinung nach die beste Maus. Hi Leute und willkommen zum neuen Video. Heute teste ich meiner Meinung nach die beste Maus, also vom besten YouTuber. Die Bloody A. Nicht Bloody A. Battles 2. Wie der Name schon sagt, ist die wahrscheinlich vom YouTuber Bad Snoop. Und hier, ich habe die Handcam jetzt mal anders angestellt. Ich habe mir hier auch die herkömmliche Bloody A70 hingedingst. Und ich finde das Design von der da auch besser. Und das Geile ist, man braucht für die Bloody A70 kein Grip Tape, weil hier die Oberfläche perfekt ist. Und ich würde sie dann in allen möglichen Formen mal testen. Also wir fangen dann mal an mit CPS. Also jetzt erstmal mit Jitter. Na, Jitter bin ich auch nicht so gut. Okay, kann die Triple Click? Ja, easy. Ja. Butterfly. Schafft ihr auch easy und jetzt? Also mit der Maus schafft man easy. Richtig CPS. Also. Herzlich. Ja, rechte Maustaste geht genauso gut. Ja, als nächstes geht's auf Brüschen. Okay. Mist. Aber die Maus ist vor allen Dingen gut, weil das halt, also alle Bloody Mäuse sind halt gut für Drag-Click, weil die halt richtig hohe CPS kriegen. Und ist halt, manche mögen es nicht, dass sie so schwer sind, aber ich finde es halt gut, weil man da dann so jetzt nicht, wenn man die Maustaste ein bisschen nach links die Maus ein bisschen nach links bewegt und dann halt einmal um ganz Afrika mit der Mauszeiger ist. Ja, deswegen, jeder hat seine eigene Meinung, aber meine Meinung ist halt, ja, wir haben gerade einfach einmal bis nach da hinten Godbridgen. Ja.
Das zählt. Ja, ihr müsst auch wissen, ich habe heute nicht so einen tollen Workshop-Tag. Also die Maus ist gut, das liegt heute nur an mir. Egal. Ja, dann testen wir die wunderbare Maus noch mal in Dings da. Also sie hat hohe CPS und das ist halt gut, weil das höher die CPS ist, so besser kann man reducen oder klatschen. Also für. Also ja, das ist halt ein Weihnachtsgeschenk und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und ich habe auch so ein Weihnachtsgeschenk gekriegt, wo ich jetzt alle meine Mäuse anschließen kann. Also wird bald wahrscheinlich auch ein Video kommen, immer wenn ich sterbe, neue Maus oder so. Weil es geht jetzt. Auf jeden Fall ist die Maus sehr geil mit der Oberfläche und auch so schwarz. Also schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Schwarz ist doch gar keine Farbe. Ja, ist aber meine Lieblingsfarbe. Ende aus. Und ja. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen. Das war ich auch nicht. Egal. Wird wahrscheinlich die noch in gleich. In. Oh, Leggy. Ja. Dann also hier ist noch mal die andere Bloody Ace 70. Ja, geht nicht. Im Fall, die ist geil. So. Ah, jetzt ist das die Lexi hier mich. Ey, Entschuldigung, Maus. Man kriegt hier auch so, aber wenn ich jetzt normal reduce. Weiß jetzt nicht, wie viel CPS das war. Jeden Fall kann man damit, weil das auch so eine. Weil die halt die Shape, also die Form von der Bloody A70 hat. Also ist ja, die heißt ja auch Bloody A70X. Aber ist halt die Bloody A Badness. Und für mich, meiner Meinung nach. Gleich kommen wir noch mal zu Vorteilen und Nachteilen. Ist das beste Maus für Drag, also alle Drag-Klicker. PvP, also die kann auch hohe Butterfly, aber für jetzt so welche, die davor nur die mit Model O oder so spielen, für die muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil die halt schwer ist. Also schwer hat viele Vorteile, aber für manche ja auch halt Nachteile. Also für Bridgen ist sie sehr gut, weil
man halt super draglicken kann, auch Short Draglick, Long Draglick. Und deswegen, ja, wollte ich das nochmal sagen. Und ja, jetzt mache ich nochmal einen Klatsch. Ach, Mist, das war long. Long, 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 long. Lalalala long. Lalalala long. Was ist jetzt mein Aim? Und natürlich, dass die, wenn ihr gar nicht hier Minecraft spielen könnt, dann macht die Maus euch nicht gleich zum Battle Noob. Also, wollte ich nochmal sagen, also sie ist auch gut, um mit Draglicken anzufangen, weil man halt easy darauf Draglicken kann, wenn man sich ein Tutorial anguckt. Also auch für Beginners, aber wenn man jetzt sofort mit der Einstellung ist, danach kann ich hier das da und alles, dann natürlich ein bisschen Übung, aber die ist gut, da muss man nicht irgendwie viel Sachen machen. Ja, der Preis weiß ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall, wenn ihr in Deutschland oder so lebt, die Shipping, also der Versandkosten sind sehr hoch, wo ich nochmal gewarnt habe. Ja, also für Klatsch ist ja auch gut, weil man halt eine lange Maustaste. Ah, jetzt leckt es so. Lange Maustaste. Long Drag Click. Damit man auch hier sowas besser machen kann. Aber guck. Die ist sehr gut, um zu klatschen, weil man hat eine längere Maus. Und man braucht auch noch gutes Internet, muss ich auch sagen. Oh Mist, das war jetzt irgendwann Internet. Also die Maus ist super. Vorteile, sie ist gut dragklicken, kann sie super. Ah, jetzt haben wir die Map. Und auch, man braucht kein Grip Tape. Man hat perfekte, also da ist keine irgendwie, die, dass man, also keine noch eine Nachteile, von der ich wirklich ordentlich sprechen würde. Und Nachteile. Für manche ist sie vielleicht ein bisschen schwer. Teuer, wenn man nicht in Amerika lebt, sag ich mal. Ja. Das war's eigentlich. Also mehr Nachteile. Meiner Meinung nach gibt es nicht. Ja, und dann sagt, was für Videoideen ihr als nächstes hättet. Oh mein Gott, das war geil. Und dann würde ich sagen, auf Wiederschauen und reingehauen.